Servus zusammen. Wir spielen Bright Memory. Ich bin da die letzten Tage drauf gestoßen durch ein paar Zeitschriften im Internet, die da berichtet haben davon, ist von einem Ein-Mann-Team erstellt worden. Dauert nur so ungefähr eine Stunde, habe ich jetzt gelesen, aber dafür kostet es jetzt auf Steam 5,69 habe ich dafür gezahlt. Und heißt Bright Memory Episode 1, also das denke ich mal, wird schon noch gut was kommen. Aber was mich interessiert hat, es wurde so beschrieben als eine Mischung zwischen Shadow Warrior 2, Devil May Cry und ja, für den Preis dachte ich mir, schaue ich mir das mal an. Und da es jetzt eine Stunde dauert, ist jetzt auch mein Plan, nehmen wir es jetzt auch komplett auf. Ich werde es jetzt nicht in zweimal eine halbe Stunde teilen oder sowas, sondern halt am Stück jetzt durchspielen und dann auch ein Stück hochladen. Nicht wundern, ich habe es nur mal kurz gestartet wegen den Einstellungen, Grafik und kennt ihr ja alles. Und wir fangen natürlich ganz von vorne an. Jo, startet. Ja, kannst löschen, passt schon. Ah, Skills haben wir auch anscheinend, okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Holy. Schauen wir mal. Ja, ich halte lieber mal meine Klappe. Die beiden verbundenen Welten sind wie ein Paar Zwillingsmütter. Wir müssen einen opfern, um den anderen zu überleben. Ja. Okay, ganz normale Shooter-Steuerung. Oh, Zeitlupeneffekt. Mir ist gerade aufgefallen, mal schauen, ob man es so sieht. Ja, hier der First Floor FYQD Studio, das ist auch der Entwickler. Ist mir jetzt beim ersten Start gar nicht aufgefallen. Ja gut, da habe ich auch nur kurz mal schnell gestartet, um die Einstellungen zu machen. Okay, jetzt haben wir hier FQE. Ich nehme an, das wird noch alles erklärt. Shift ist Sprinten. Crouch ist auf C. Ja, den Rest, den kriegen wir bestimmt jetzt dann noch erklärt, bevor ich da jetzt rumdrücke. So, Engine ist die Unreal Engine. Ja, sieht doch, ist das mit dem Wasser sieht auch cool aus, wie das hier an der Scheibe dran ist, an meinem Helm oder was auch immer. Crack, machen wir. Okay, ist gecrackt, würde ich mal sagen. Der Predator-Tarn-Modus. EMP Hammer, okay. Oh ja, also. Du auf. Shit. Nice. Wow, hä? Lädt sich. Gott, wie die Anzeigen hier manchmal so blurry werden. Okay, das lädt sich dann wohl immer auf. Schauen wir mal. Okay, wir müssen dahin. Oh, was ich gerade merke, was mir jetzt nicht so taugt. Das Springen ist ein bisschen laggy. Es ist nicht sofort. Ich drücke Leertaste. Vielleicht hört man es, weil ich eine mechanische hier habe. Ah, okay. Und sie springt nicht sofort. Ein bisschen verzögert. Aber vielleicht wird auch das simuliert, dass er erst in die Knie geht. Und gerade gesehen, es gibt einen leichten Doppelsprung. Okay. Aber es könnte Absicht sein. Das schauen wir mal. Aber lässt sich. Okay. Hey, muss ich irgendwas machen, ne? Nee, das läuft.
Also das Gunplay und grad funktioniert gut, muss ich sagen. Macht Spaß. Auch wie die Gegner jetzt reagiert haben, so auf die Treffer. Bright Memory, okay, das war Spiel bei Intro. Ja, FYQD Studio. Das war, die haben wir gerade im Aufzug gesehen, ne? Nette Idee. Okay, was haben wir da alles? Für die Tipps sind wir jetzt dankbar. Was? Bis sie einem dann auf die Nerven gehen, wenn man dann nur noch das Gleiche liest. So. Also Story scheint ein bisschen verzwickt zu sein, aber gut, der ist jetzt der Anfang, kann man jetzt noch nicht viel dazu sagen. Uninvited. Okay, ich weiß nicht, wo ich bin. Aha. Hey! Hallo? 这里难道就是暗藏在北极冰的？Sieht ja interessant aus. Ich trau mich jetzt da mal. Kann ich da rüberspringen? Oh Gott, nein! Irgendwo bin ich unterwegs hängen geblieben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich gegen irgendwas gestoßen bin oder irgendwo. Ja, egal. Ich glaube, es ist nicht dafür gedacht, dass man da rüberspringt. Dodge Skills. Habe ich die auch, ja? Ach, das war das mit Shift, was man längst unten gesehen hat, glaube ich. Oh, was jetzt? Ah, okay. Was ist das? Aha, eine Jade-Statue. Rotate. Pickup, klar, nehmen wir mit. Okay, man kann Collectibles einsammeln. Sieht schon anständig aus, für ein Mann-Team vor allem. Wah! Aha. Was macht denn E? Ah, E ist das Schwert. Stimmt, da habe ich auch was in dem Video gesehen. Ich lese Videos und schon schaue Texte. Okay, da kann man durch, aber lass erst mal gucken. Ist hier noch ein Collected. Oh, Tatsache. Hi. Oh ja, ist schon ein bisschen blutig, ja. Bloody Pot. Nehmen wir mit. So, Destroy. Machen wir. Muss leicht bleiben. Dann kann man wohl mit dem Mausrad nach oben und unten. Okay. Hm, coole Mucke. Ah! Du musst, ja, machen wir. Ah, jetzt kommt Slade. Oh, geil. Ah, okay. Mausrad nach unten macht er diesen Schlag von oben nach unten. Also diesen Stampfer. Kann ich nochmal? Jawohl. Das machen wir gleich nochmal. Und Mausrad nach oben. Schlägt sein wahrscheinlich zu. Bam. Brennst du oder tust du Feuer springen? Nein, das darfst du nicht. Och, jetzt habe ich meinen. Passt. D plus Shift. Mach mal. Das war doch D. Das war D. Verdammt. Ach, Mann. Dafür werde ich jetzt eine EMP auf euch drauf rattern. Yeah. Okay, jetzt verstehe ich den Vergleich zu Devil May Cry. Mit den. Da kannst du wahrscheinlich echt gut Kombos machen und vor allem gibt es eine Bewertung anscheinend. Was heißt anscheinend, haben wir vorhin gesehen gerade. Am Schluss. Bam! Kann ich nochmal den Stampfen machen? Nee. Ah, jetzt habe ich einen. Man weiß nicht. Okay, es ist besser D halten und dann Shift drücken kurz. Okay, dann kann man diesen Dodge schön machen. Hallo. Bam. Was? Achso, ja. Den habe ich ja von. Okay, jetzt habe ich. Wieso habe ich jetzt automatisch geschossen? Das war komisch. Achso, mein Schwert ist noch nicht aufgeladen. Ah. Da muss ich mal ein bisschen drauf achten hier.
Okay, er ist wieder aufgeladen. Schwert ist da. Na? Hey, 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 hey. Das soll man hier gar nicht hier, gell? Mann! Schwert ist ja noch nicht aufgeladen. Verdammt. Das ist cool. Schnitzeln. Es ist natürlich die Ansicht jetzt ein bisschen unübersichtlicher wie zum Beispiel Devil May Cry. Also wenn ich die Kombos da machen will, dann ich sehe ja nicht, ob da gerade hinter mir noch was ist oder so. Aber ja, ist jetzt der Anfang des Spiels. Also das ist jetzt auch kein negativer Punkt. Das ist jetzt ist mir nur gerade so aufgefallen. Was war das? 90? Ach, irgendwas stand noch vorne dran mit Tab. Speedrunning. Aha. Was haben wir denn da noch alles? Ach, die habe ich hier. Okay. Das sind die Attacken. Glaube ich, jetzt habe ich 90. Was könnte ich denn jetzt kaufen? Overlord. Attacking on the air. Keeps you in the air. Defense, ja. Das ist doch immer gut sowas, oder? Mehr einstecken. Das nehmen wir. Unlock. So. Ein bisschen mehr einstecken, ist doch immer gut. Haben wir hier noch irgendwas? Ist doch bestimmt noch ein Collectible. So. Jawohl. Klettern können wir auch. Sehr schön. Steckt sich hier im Collectible. Steckt sich da was? Vögel! Was ist denn da? Ah! Jetzt wissen wir, für was wir das brauchen. Muss sie das loslassen? Ah ja, okay, jetzt stand es drin. Achso, ja, das wissen wir schon. Das haben wir im Ladescreen erfahren. Okay, dann wird hier echt nach und nach alles erklärt. Das ist ja schon mal gut. Hier kurz ziehbar so. Mal doch. Hi. Hold down. Ah, okay, das ist dann dieser Doppelsprung. Warte mal, hier ist doch bestimmt was, oder? Collectible? Nein. Hüpf! Okay. Collectible! Komm schon! Jetzt haben wir anfangs gleich zwei gefunden und jetzt findet man nichts mehr, irgendwie. Gut, aber ich schaue jetzt auch gerade nicht so jeden Millimeter an. Dadurch. Schauen wir hier mal ein bisschen. Das sieht doch wieder nach einer Kampfarena aus. Yeah! Hey, 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 hey. Wow, wow, wow. Lad mal hier mein Ding wieder auf. Und. So. Hey, schon wieder alles nehmen. Yeah! Haha! Oh. Er war hartnäckiger hier. Oh. So hartnäckig war er gar nicht. Na na na. Oh. Hey, wo seid ihr? Noch jemand? Ah. Zumal ich jetzt Leitbecher machen muss. S bekommen. Nice. Da hinten wartet SP auf mich, oder? Ja. Lass den Scheiß. Boom. Haha, cool. Und. Ach, jetzt sehe ich erst, dass dieser Flammenwerfer. Ach, shit. Kein Schwert.
eher, dass der aus der Wand da kommt. Ich dachte zuerst, das war irgendein komischer Gegner. Erstmal XP hier. Ah, noch mehr XP. So, irgendwas wollt ihr von mir, oder? Wow. Hört das dann auf und. Ja, okay, dann wird es wohl einfach eine Reihe sein, oder? Nein, das wollte ich nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute mal. Ach, der bewegt sich da mit. Was war das gerade? Okay. Da passiert irgendwas. Okay. Schauen wir mal. Nummern. Ich glaube, irgendwas gemeint mit Nummern. Hätten wir da. Nein! Jetzt verschiebe ich das schon wieder. Aber Moment mal, wenn ich den hier mache, da tun sich ja beide verschieben. Ja. Wo ist denn da die 10? Da ist sie. So. Ah, das könnte zu viel gewesen sein. Jetzt schauen wir mal. Wo ist da die 10? Oh, ach, da ist sie. Lalala. So. Ah. Nichts gebracht. Aber jetzt ist es doch wundervoll ausgerichtet. Schon mal, irgendwas übersehe ich. Wahrscheinlich muss. Oder? Das hier irgendwie. Na, was übersehe ich denn? Da sind Symbole. Pyramiden. Okay, da hat was passiert. Da ist was passiert, alles klar. Dann muss das wohl dahin. Ah, bleib mal da. Aber das Blöde ist ja mit den Dingen. Okay. Das muss dahin anscheinend. Lass uns mal drehen. Lalala. Und. Ja. Das war ja gar nicht ausprobiert. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Dann machen wir es nochmal zurück. Jawohl. Und ja, genau die muss ich jetzt mal schauen, ob ich die jetzt so. Na, kann ich nicht. Ach, verdammt. Das ist ja nervig. Okay, das heißt, du musst dahin. Schauen wir mal, ob man dich jetzt durch Zufall. Wir müssen halt irgendwie den Abstand jetzt dahin bekommen. Knapp, aber nicht ganz. Passt. Stimmt, den einen kann ich ja so. Okay. Das dürfte dann explodieren. So. Ja, New Skills, ich weiß. Ist hier noch irgendwas Tolles? Wie viel haben wir denn? 88. Da können wir uns. Speedrunning. Bla, das war das. Get more XP. Okay. Hey. Okay, das ist cool. Der Time Freeze, den nehme ich gern. Damage in Time. Okay, ich würde sagen, wir sparen mal auf den Time Freeze. Servus. Was geht? Hör ich da eine Schlange oder was? Ah, nee.
Ich gerade eine Schlange angehört. Ey! Lass den Scheiß. Was? Was? Hm. Okay. Aha. Ah, weg sind sie. Okay. Ach, kann sich auch reinziehen. Erinnert mich an Bulletstorm hieß das mit der mit dieser Peitsche da. Kann man auch Gegner herziehen. Ey, hey. Wow, hey, hey! Das ist aber unfair, ne, Freunde? Was? Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Schon! Noch jemand? Aha! Oh! Hat eine Axt dabei. Bam! Wow! Yeah! Die Bewertung würde ich mal sagen. Gehen wir auf Schnetzeltour. Yep. Ah, oh, geht noch der Links. Boah. Nein, der geht nicht mehr. Da haben wir den Achievement bekommen, okay. XP. Reicht das? Ich glaube 120 hat. Jawohl. Sehe ich da eigentlich hier irgendwie so ein Beschreiben kommen? Ah ja. Ah, man kann sie so anschauen. Muss zweimal F drücken. Probieren wir doch gleich mal aus. Okay. Anscheinend wird dann dieser Barriere dann die Zeit eingefroren. Das ist ganz cool, wenn da viele Gegner kommen, kann man sie sich bis vom Hals halten. Ja? Wuhu. Soll ich jetzt da. Ah! Ah! Passt! Oh. Okay. So, probieren wir doch gleich mal aus. Na? Blöd, oder? Ja, so ist das. Schon lange kein Collectible gefunden, ne? Hm. Na? Boah! Mein XP. Oh Gott. Ach null. Ah, wunderbar. Er holt's dann. Juhu. Das mit dem Schnetzeln ist echt cool. Das ist so der Shadow Warrior Type im Spiel. Okay. Ja.
Wunderbar. Loot, Loot, Loot. XP-Loot. Können wir doch eigentlich schon wieder was Neues holen, ne? Schauen wir mal. Ich glaube, hier war doch irgendwas Cooles. Mhm. Mal hier noch. Ja, das ist Get More, ah, Get More XP wollte man vielleicht. Und dann könnte man vielleicht den Rest dann... Aber brauchen wir das überhaupt? Get More XP? Ich weiß nicht. Naja, wobei... Schauen wir mal rein. Lassen wir noch ein bisschen. Dann gucken wir mal. Einmal F, oder? Yep. Ja, hier schon wieder. Nein, ich soll... Das sollte vorher... Ach, gar nicht. Nee, oh mein. Okay. So. Explore the cave. Mama. Ach, ich hätte jetzt gewettet, dass da ein Collectible ist. Okay, hat sich gerade auch wieder so angefühlt, dass ich da irgendwie in der Luft irgendwo hängen geblieben bin, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin an die Decke da gestoßen oder so. Also dieses Holzbrett oder so. Oh. Okay. Oh! Okay. Schalter, sonst noch was, ne? Invasion of the Light. Hm. Ja. Oh! Schauen wir mal kurz, hier müssen wir rum. Hm. Okay. Ah. Jetzt hat's was vom Terminator. Ich nehme mal an, du bist kein Freund, oder? Okay, Forest Keeper. Oh! Oh! Forest Keeper ist, Er ist, glaube ich, recht stark. Kann man ihn einfrieren? Jawohl! Ah! Ich sollte das machen, wenn mein Schwert aufgeladen ist, ne? Oh! So. Ah, wir ziehen mir was ab. Oh, das war gar nicht mal schlecht. Das war gar nicht mal schlecht. Die Taktik könnten wir, glaube ich, weiterverfolgen. Hä? Und? Shit, jetzt habe ich ihn verfehlt. Ah. Ah, jetzt hatte ich auch noch Kumpels bekommen. Das geht, Leute. Und müssen wir kurz hier. Ah! Komm, komm! Ja, nein, 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 weg, weg, weg! Weg! Sagt die Munition. Okay, die ist nicht da. Da ist der Regierter gar nicht. Okay, nee. Da kann ich ihm die anderen ein bisschen vom Leib halten. Geh weg! Nein, ich will zu ihm durch! Komm schon! Jetzt aber hier völlig. Jawohl. Puh. Aber ich habe auch keine Energie, oder sehe ich sie jetzt nur nicht? Habe ich hier irgendwo eine Energieleiste? Ich glaube nicht, oder?
Naja, erstmal hier XP, XP, XP. Mehr, mehr, mehr. Ist da noch irgendwas? Mann. Okay. Absorbieren wir das mal. Heißt das dann auch neue Fähigkeiten oder irgendwie sowas? So Mega Man-Style? Scheint nicht so. Aber wir haben XP bekommen. Oh! Aber. Hä? Echt so wenig? Hatten wir nicht von 120 oder habe ich. Ich dachte. Keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich. Ist ja egal. Einmal zu viel Escape gedrückt. Okay, irgendjemand ist angepisst. Ah, das ist der Drache. Reach the Smoker. Okay, mach mal. Nein. Hey, das kennt man. Insane. Vielleicht kenne ich das schon. Komm, 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 komm. Komm, lass uns Spaß machen. Bam. Ah. Gut verfehlt, ey. Das Munitionsmangel scheint es nicht zu geben. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, nochmal. Dann. Ah, sieht nach. Ah! Puh! Achso, okay. Ich dachte, ich werde irgendwie. Nach vorne geschoben, oder? Ha! Zu langsam! Haha! Lebt er immer neu. Ein Schild würde da auch nichts mehr helfen, ey. So. Okay. Noch was versteckt, ja, ne? Wow. Warte, warte, muss ich mich jetzt beeilen? Haha! Oh, oh, oh! Oh, ich glaube, da habe ich zu spät Q gedrückt. Kann das sein? Ich glaube, das kann sein. Schau mal. Ich glaube, das. Ja, das ist. Da wird wahrscheinlich so ein. Irgendwas wurde angezeigt, aber das war es gerade so. Schnell! Aber zwei Collectibles jetzt nur, oder? Ja, das Drum sieht doch schon super mal aus. Yay! Lauf! Ja? Oh! Ah! Du Arsch! Oh, ah. Tja, jetzt habt ihr wohl ein Problem, ne? Ah, toll. Ach, die sind jetzt erstmal beschäftigt da. Ah, die lebt ja noch. Boah! Das kann ich auch. Oder sonst ähnliches. Und? Ah, der Move ist einfach geil. Vor einer hier, ey. So nett bist du nicht, das weiß ich schon mal. Oh, das heißt wahrscheinlich, ich bin jetzt am Filter, oder? Wenn ich jetzt hier. Nehme ich jetzt mal an, oder? Wenn die Zeit jetzt hier so. Ja, ah, okay. Da war ich jetzt wohl schon am Filter. Da muss ich hier ein bisschen mehr Dampf geben. Verdammt! Na ja, dann. Schauen wir mal.
Aber das war jetzt kein, der hat jetzt keine Energieleiste gekriegt, das war jetzt kein Kopf oder so. Vielleicht soll ich erstmal schauen, dass ich hier wegbekomme. Ach! Hier, ey. Hallo, Gott. Mal ein bisschen hier mit dem Deckung gehen auch. Ah. Puh, die hauen aber gleich ganz schön rein, die Bastarde, ne? Oh! Stimmt, ihr könnt das ja. Huhuhu. Hab ich's? Okay, der Schlag ist echt mächtig. Heieiei! Ah komm, aber hier gibt's sowas zum Einsammeln, ja. Okay. Wahrscheinlich muss ich da sowieso hoch. Schauen wir mal. Na, aber jetzt bin ich sowieso wahrscheinlich schon bei so an so vielen Collectibles vorbeigelaufen. Wahrscheinlich fehlen jetzt sowieso eine ganze Stange. Auf mit dir. Jawohl. Ja, ist klar. Ach, wo, echt jetzt? Mann. Mach mal hoch. Ach, da nach oben muss ich. Okay, da muss ich dann. Ja, da ist dann wieder. Jetzt weiß ich, bricht das jetzt auch zusammen? Nee. Okay. Dann hier wahrscheinlich die Rope. Tractor, wie er hier heißt. Juhu! Einmal Schalter bitte. Ja, ist klar, ne? Dann haben wir sie. Oh, kann ich da? Ne, machen wir es lieber gleich so. Oh! Ich würde sagen, das ist jetzt hier wieder so ein. Ich meine, irgendwie. Ich glaube, die brechen zusammen, wenn man schon in der Nähe ist, oder? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Bast. Bon. Okay, alles und da. Und? Oh. Okay. Ja, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel und. Oh, 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 oh. Lass den Scheiß, Mann. Oh, fuck. Nicht getroffen, würde ich mal sagen. Und, geil. Einfach ein geiler Move mit dem Schwert dann so nach unten hauen. Und hinauf mit euch. Hehe. Immer die XP, ne?
ihr haltet es echt aus, muss ich sagen. Die Ledermäuse, ne? Hoch mit euch! Jetzt mal den hier, weil. Ja, irgendwas nervt da schon wieder von oben. Wo bist du? Oh Mann! Ey, diese Ledermaus! Die ist echt hartnäckig, so. Mal irgendwo nachladen. Okay. Uiuiui, was haben wir denn da? Ah, den Kameraden wieder. Einmal schön Time Freeze. Hä? Müsstest du jetzt nicht über mir sein? Ah! Nein, 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 nein. Oh, du hast einen Kumpel mitgebracht. Ah. Oh, verdammt. Ach nee, komm. Ach Mann. Das ging jetzt schnell. War sofort diese Zeitlupe an und dann zack, schon war ich weg. Mann. Verdammt. Aber ich glaube, es war jetzt echt recht knapp, ja. Ah, man muss dann wieder gegen alle. Verdammt. Das wäre echt die schlechten Missile auch zurückweichen und auf Entfernung. Da wird halt weniger Punkte geben, ne? Voilà. Oh, meine Lieblingsgegner hier. Ja, schnell weg. Ich müsste halt nur besser schießen, besser aimen. Dann geht das schon. Hey. So. Was macht der denn mal? Okay, jetzt kommen sie da. Ja. Oh Mann. Weg. Run. Oh Mann. Machen wir erstmal die hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Lass mich. Okay. Jetzt kannst du aber nicht mehr viel haben, oder? Puh! Eieiei. Eieiei. Das war doch mal. Okay, da ist noch XP. Ah, komm her! Okay, das ist gut, dass man da nicht wirklich direkt dran sein muss. Okay, 118 XP. Sag mal, da stimmt doch was denn. Ich hatte doch gerade 120.
Oder habe ich den... Habe ich den Time Freezer... War der da schon eingegangen? Ich weiß es nicht. Na, vielleicht laber ich auch einen Schmarrn. Keine Ahnung. Aber ich dachte eigentlich... Jetzt müssen wir mal drauf achten. 118. Ah, okay, vielleicht im Game Over noch habe ich was nicht eingesammelt. Ich weiß es nicht. Leave the place. Natürlich muss wieder alles einstürzen. Ja, du wirst doch bestimmt wieder zerschlagen von den Steinen, oder? Ja! Oh, und ich komme mit. Cool. Na? Wo sind wir jetzt aufgewacht? Aber okay, sein Kopf ist wohl sein. Ich nehme an, das wird nicht funktionieren. Ist das eigentlich mit. Okay. Er pausiert nicht, wenn ich ins Skill-Menü gehe. Alles klar. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin am Filter. Das wird wohl nichts bringen, oder? Ja. Mal schauen, ob wir gegen Zeit einfrieren. Ah, bin mir jetzt nicht sicher, ob das was. Moment mal, da ist ja sein Kopf. Schauen wir nochmal einfrieren. Schön auf den Bauchkopf. Okay, das hat das aber was gebracht. Das war gut. Ah, geh weg, Mann, mit deiner riesen Axt da. Nein. Wir wollen deine Axt nicht. So. Was machst du da? Genau, zeig dein Köpfchen. Nein! Okay. Ah, den hier! Okay, okay, okay. Ah. Weg! Okay. Hat nicht mehr so viel. Gucken wir mal ab. So. Mach gleich mal den hier. Den hat er nicht mehr. Das war's. So, ist am Ende. Hey. Okay, er ist vielleicht nicht ganz am Ende. Oh, ihr Säcke, ey. Nein, nicht da hängen bleiben. Och, nachladen, ey. Ist ein Köpfchen noch. Okay, ich habe auch andere Waffen. Das habe ich aber früh rausgefunden. Okay. Na, sollen uns lieber erstmal um die hier kümmern. Na komm! Achso, ist nicht aufgeladen. Ah, voll in die Fresse.
Sag mal jetzt hier. Oh. Nein, 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 nein. Och nö. Oh Mann. Komm, spring rüber. Alter, kann ich meine andere Waffe wieder haben? Oh, die ist immer noch leer, okay. Wow, 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 wow. Arsch. Ach komm jetzt, echt? Komm, mach mal hier den hier und dann weg hier. Eieiei, nein, nicht da hängen bleiben. Mann, er erwischt mich aber auch immer wieder, ne? Und den hier. Den hier. Komm, aber das war's jetzt, oder? Oh, irgendwas ist da. Puh. Das reicht ihm jetzt aber, oder? Bright Memory. Scheint so. Thank you for playing. To be continued. Okay. Dann war das Episode 1. Oh, Secret Room, ja. Check the device. 240 XP, okay. Das hat's geklappt mit dem XP, da habe ich vorhin wahrscheinlich einfach nur was verbeilt. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal. Munition habe ich nicht zufällig bekommen, ne. Oh. Ah, okay, da laufen die Credits. Haben jetzt Spielzeit ungefähr also 50 Minuten, ja. Ah, da geht noch was. Kleiner Teaser für Episode 2. Vielleicht. Okay, 39. Hey! Ja, okay. Fünfmal gestorben. Okay. Ja. Geht natürlich vom Rang her, denke ich mal, um einiges besser. Aber was soll's. Ja, ich muss sagen, also, es ist wirklich. Es hat dieses Feeling von Devil May Cry aus der Ego-Sicht. Erinnert mich auch mit dieser Peitsche gut an. Vorhin habe ich es noch gesagt: Bulletstorm. Und mit dem Schwert Shadow Warrior, ja, das ist so einiges drin. Und vor allem muss ich jetzt sagen, mein Spiel dauert jetzt nur ja, knapp eine Stunde jetzt. Effektive Spielzeit waren schon 40 Minuten. Für 5,69 € war es, genau, 5,69 €. Absolut okay. Also finde ich jetzt vom Spielzeug auch cool. Kann man machen. Vor allem, man kann es jetzt nochmal spielen, man kann sich dann verbessern, man kann schauen, dass man bessere Styles da hinkriegt oder diese bessere Bewertungen bekommt. Macht echt einen guten Eindruck. Und vor allem, wenn dann Episode 2, 3, 4, keine Ahnung, wie viele kommen. Ich hoffe mal auch, dass sie noch kommen. Aber ich nehme an, weil so wie es liest, scheint es recht erfolgreich zu sein. Und bei dem Preis, warum nicht? Also ich bin gespannt. Mal schauen, wie es weitergeht. Wäre noch cool, wenn es noch... ja, wobei, wenn es noch mehr Moves geben würde für die Schwerter, aber es gab ja, glaube ich, welche. Ich habe jetzt ja nicht alle gekauft. Stimmt, da gab es auch welche, da konnte man andere Kombos machen. Müsste ich mir da nochmal anschauen. Also da kann man anscheinend dann noch was freispielen. Ich denke mal, da wird auch noch einiges dazukommen. Und ich habe einen neuen Skin, sehe ich gerade. Ah ja. Aha, okay.
Also gibt es auch was zum Freispielen. Und wie man hier oben sieht, es ist auch noch Early Access. Heißt, es wird auch noch fleißig gebastelt. So wie ich gesehen habe, kamen jetzt auch regelmäßig irgendwie Patches raus. Ich habe jetzt in den News da auf Steam gesehen. Also wird dann schon auch gut was gemacht. Und ja, würde ich mal sagen, macht einen echt guten Eindruck. Macht Spaß. Und ich bin mal gespannt auf den nächsten Teil. Dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Wie immer am Schluss, wenn es euch gefallen hat, mich würde es sehr freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Like da lasst. Und wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, beim nächsten Let's Play. Ich werde jetzt demnächst wieder ein größeres machen, aber bin mir noch nicht. Ich tendiere so zwischen zwei, drei Spielen. Mal schauen. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dann macht's es gut und danke fürs Zuschauen. Ciao.